der Alltag, den die Menschen erlebten, die hier untergebracht waren und das Verfahren durchliefen, wandelte sich über die Jahrzehnte hinweg recht deutlich. Vor dem Mauerbau war es hier vor allen Dingen voll. Also wenn man ankam, erlebte man sehr, sehr viele Menschen, die anstanden überall, waren Schlangen vor den einzelnen Stationen, die man ablaufen musste während des Verfahrens. Warten war, glaube ich, eine Erfahrung, die prägend im Gedächtnis blieb. Und auch, dass es zum Beispiel keine Privatsphäre gab, dass man mit fremden Menschen auf einem Zimmer zusammen untergebracht war, natürlich nicht als Familie allein für sich einquartiert werden konnte. Später wurde es sehr viel ruhiger. Nach 1961, als der Flüchtlingszustrom sehr stark zurückgegangen war, war es leerer, es gab mehr Platz. Die Doppelstockbetten, die wir hier noch sehen, wurden irgendwann aus den Zimmern entfernt. Es kamen normale Einfachbetten. Am Ende war es dann auch so, dass man pro Familie ein Zimmer oder sogar eine Wohneinheit dann zuweisen konnte. Interessanterweise verlängerte sich aber die Aufenthaltsdauer später. Am Anfang blieben die Leute hier ungefähr eine Woche bis zwei Wochen, im Schnitt 10 Tage. Als es ruhiger war, nahm man sich mehr Zeit und man konnte dann einige Wochen oder sogar Monate hier sein. Es kam auch darauf an, wie schnell man ausgeflogen wurde oder eine Wohnung in West-Berlin bekam.